Und jedes Mal bin ich gleich mit den HP runter. Also das, was der an mehr HP haben soll, hat er irgendwie nicht. Wir spielen auf Fahrt. Ja, ich bin kaputt. Ich glaube, es macht mehr Sinn, die Mission mit dem Ranger zu spielen. Da steht gerade nicht reparierbar. Hm. Energiewerte sinken. Die erste Hälfte ist erledigt. Merci. Aber viel HP. Achso, doch, jetzt weiß ich, wie der Schild geht. Den habe ich schon. Ich habe halt keine Ausweichentaste. Oder ich mache alles im Nahkampf. Wo bist du? Gucken, 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 da. Dafür bin ich jetzt kaputt. In der letzten Sekunde. Das Game ist gerade gecrashed oder so? Nee. Aber plötzlich minimiert. Keine Ahnung warum. Eingedämmt. Gute Arbeit, Freelancer. Scheint, als hätten die Ska Eier zum Relikt gebracht. Die Eier waren mit Säure gefüllt. Vielleicht haben sie sie mit dem Relikt zu Waffen verarbeitet. Sehen wir uns das zweite Relikt an, um deine Theorie zu überprüfen. Du bist fast am Relikt. Bei diesem ist weitaus mehr los. Sieh mal, überall Eier. Deine Theorie hat Hand und Fuß. Ich klopfe mir nachher selbst auf die Schulter. Aber erst kümmere ich mich um die Ska. Wer schießt denn hier? Ich bin schon wieder gleich kaputt. Schon wieder kaputt. Es ist... Ja gut, ich hab echt... Ne, alles fast auf grau. Ein grünes Item habe ich, glaube ich, an. Danke, danke. Achso, brauchst du gar nicht. Achso, was habe ich eigentlich für ein Ultimate? Ach ja. Eine Nuklearrakete oder irgendwas, die aber nicht so richtig nuklear ist. Und nicht so viel Schaden macht, wie ich gedacht hätte.
Der hier unten lädt ständig seine HP wieder auf. Oh, und ich bin schnell kaputt. So, wo lang? Wie viel regeneriert der in der Regel? Von alleine? Du hast ihn schon. Wie gibt man denn ab? Nehme ich in den Kreis reinlauf oder? Schön, dass der Gegner im Boden versunken ist. Ich glaube, wir. Was war das? Es kam von unten. Woher auch sonst? Ich will dich nicht runterziehen, aber ich fürchte, das ist das Ding, das die Eier produziert. Wenn wir die Quelle nicht vernichten, dann kommen die Skar wieder, um neue Waffen zu machen. Hey, finde mir einen Weg in den Untergrund. Schon erledigt. Aber fliegen tut er, glaube ich, genauso schnell wie alle anderen. Transport zum Missionsgebiet. Ich bin doch gleich da, Mann. Oh, das Spiel. Jetzt transportiert er mich trotzdem. Oh Gott. Ja, vor allem, weil das Land viel länger dauert. Böse Corvus-Agent ist wohl kein Freund von Skorpedon. Na und? Sind ja schließlich keine Clowninchen. Bin kaum der Einzige mit einer Abneigung gegen sie.
Machen wir die hier nicht kaputt? Ich brauche alle EP, die ich kriegen kann. Wow, es ist schon fast friedlich hier unten. Skorpedone können aber nicht schwimmen, oder? Keine Sorge, Seth. Ich beschütze dich vor ihnen. Ja, ich. Ich bin überhitzt und habe wenig gesungen heute. Irgendwo hinten. Springe ich gerade da den... Irgendwo bin ich jetzt runtergesprungen. Ich sehe hier nicht mehr was. Aha. Da irgendwo. Wo jetzt links? Aha. Das sind eine Menge Eier. Naja, hochgehobelt wird fallen Späne. Oder Eierschalen in diesem Fall. Darauf kann ich gut verzichten. Was ist das? Noch ein Relikt. Vorsicht, Freelancer. Es ist instabil. Ich hasse es, wenn das passiert. Was machen wir jetzt? Sammle die Fragmente und dämme das Relikt ein. Oh, das ist doch kacke, ey. Schon kaputt. Sind ja auch nicht viele Gegner. Nur noch ein paar Fragmente übrig. Also, um mich stehen ungefähr 15 Gegner. Was ist denn das hier für ein Kack für eine Mine? Bin ich. Hey, die Tür ist immer noch zu und hier sind überall Nordi. Warte einfach kurz, das müsste sich von allein klären. Müsste? Die Energiewerte stabilisieren sich. Wenn auch langsam. Bleib einfach in der Mitte. Jede Einmischung führt wieder zu einem Energieschub. Darf ich jetzt hier eigentlich rausgehen oder nicht? Also muss einer in der Mitte stehen bleiben. Ja, ich bin auch da. Ich habe ja eh nicht so viel unten mitzureden, weil ich bin eh gleich wieder sitzt kaputt. Trotzdem nicht, wieso ich schon wieder gleich kaputt bin.
Ich müsste eigentlich mal runter, weil unten HP liegen. Ha? Das ist halt eine von den großen, sowas wie eine Minigun oder sowas, wobei es keine echte Minigun ist. Ja. Ich glaube nicht, dass unsere Freundin das mochte. Schade, ich werde gar nicht wahr. Es ist ruhig. Sicher nicht lange. Die ganze EP. Wirf eine Fackel runter. Das sollte helfen. Ihr Freelancer-Update für jede Lage was. Zurück in die Tiefe. Muss erst mal hinkommen. Mal aufpassen, dass es nicht überhitzt. Oh Mann, das ist einfach nur eklig. Denk dran. Hier. Es ist nur ein Skorpedon. Ein etwas größerer. Ein viel größerer macht es nicht besser. Irgendwelche Tipps? Wieso glitzerst du so? Es wäre unprofessionell von mir, den Link zu kappen, oder? Du siehst aus, als hättest du irgendeine... Das nächste Mal erwarte ich, dass riesiges Ungeziefer in der Missionsversprechung erwähnt wird. Hilft dir auch nicht weiter, wenn du nicht erscheinst. Was ist denn das Vieh? Und am besten natürlich von hinten schießen, ne? Okay. Bin unterwegs.
Einzige, was mir echt bei dem gut gefällt, ist die Sprungattacke. Die macht nämlich schön AOE-Damage, macht gut Schaden. Hier hinten irgendwo hingesprungen. Und nun? Was jetzt? Clever gemacht mit dem Schild eben. Wer kann dieses Schild setzen? Ich habe Agro und ich habe es überlebt. Aber ich habe auch nur noch irgendwie. Das macht ja gar nichts mit dem Ultimate bei mir. Hilft das, wenn zwei wiederbeleben, dass es dann schneller geht? Ne. Combo. Ja. Sinn. Bin unterwegs. Ich hab. Da sind noch mehr. Ja. Fehlschlag. Kaputt.
Wo ist er hin? Also ein Schuss von meiner Ultimo-Waffe macht 6235 Schaden und ich habe davon 3 Schuss. Aber ist schon doof, wenn die Hauptwaffe keine Muni mehr hat. He's back. Ah, nein, geh weg, geh weg, geh weg. Kaputt. Kurz vorm Health Pack. Ich hab nicht mal einen. Ja. Ich habe das Gefühl, es ist nur noch einer am Leben. Weil da hinten ist auch einer am Boden. Also 3 down. Ja. Nee, die stehen alle zu dicht. Es sind auch zu viele Gegner. Das ist das Problem. Und guck mal, er muss ja auch alleine jetzt gucken wegen Ammo und Co.